Ich glaube, erstens ist es wichtig, dass wir die Online-Sphäre ernst nehmen. Ich habe es selber und auch viele Freundinnen von mir, die von dem Thema betroffen sind, immer wieder erlebt, dass man zum Beispiel zur Polizei geht und sagt, ich habe diese Kommentare bekommen und es kommt was in die Richtung von, nein, schalten Sie einfach mal das Handy aus. Das würde ja nie jemand sagen, wenn ich irgendwie auf der Straße so beleidigt werde, würde ja niemand sagen, dann gehen Sie doch einfach nicht zur Haustür raus. Das heißt, die Online-Sphäre wird oft nicht ernst genommen. Das heißt, wir müssen Hate Speech erstmal als Demokratie-Thema ernst nehmen, weil es geht im Endeffekt um die Frage, wer im öffentlichen Raum teilhaben und wer damit auch die Demokratie mitgestalten kann. Sprecht über eure Erfahrungen. Ich habe lange versucht, die Erfahrungen, die ich mit Hate Speech und gerade auch mit Kommentaren, die sich auf meinen Körper bezogen haben, auszublenden, weil ich immer gedacht habe, hey, ich bin doch irgendwie zu cool und zu klug und zu stark, als dass ich mich von so einem Unsinn beeinflussen lasse. Ich glaube, es macht aber auf Dauer doch was mit einem. Und ich habe gemerkt, dass der Austausch mit anderen, gerade mit anderen Frauen oder mit anderen jungen Mädchen darüber, mir gezeigt hat, dass ich nicht allein bin mit diesen Erfahrungen, dass sie nicht meine Schuld sind, sondern Teil von einem gesellschaftlichen Phänomen, das sich verändern lässt. Und seid solidarisch. Wenn ihr es mitbekommt, dass eure Freundinnen, dass eure Bekannten, dass eure Kolleginnen beleidigt werden, schreibt sie an, fragt, ob die unterstützen können, tauscht doch aus, schreibt auch mal was drunter, weil im Endeffekt sind die Leute, die Hass verbreiten, eigentlich nicht die Mehrheit, sie sind aber oft die am lautesten hörbare Stimme, weil die Leute, die sich gegen Hass einsetzen, oft immer noch zu leise und zu wenig wahrnehmbar sind. Ich glaube, wir müssen sichtbarer werden.